das wird immer mehr weniger werden. Und dieser Spruch ist auch wieder ganz genial, es wird immer mehr weniger werden, aber es wird immer mehr weniger werden. Peace, hallo, herzlich willkommen bei mir auf dem Konol. Heute geht's nach Sinsheim. Sinsheim, Museum Sinsheim. Da war ich jetzt schon ein paar Mal, allerdings nicht im Museum. Ich bin immer mal vorbeigefahren und schaue immer dann so diese ganzen Flugzeuge an, die da stehen. Und irgendwann mal vor 3 Jahren, glaube ich, ist schon, oder ist schon 4 Jahre her, ich glaube 3 Jahre, habe ich mal immer bekommen, dass da ein Mobilitätstreffen ist. Und ein E-Mobilitätstreffen ist. Und da haben wir gedacht, da fahre ich hin. Und das war ziemlich am Anfang vom Kanal. Und das war super. Das Wetter war klasse, die Leute waren total nett. Es war vor, naja, gute 3 Jahren schon ein Treffen. Das Feld, das mäßig groß war. Soviel ich weiß, waren damals, ich glaube so 60 E-Autos angemeldet. Und das war vor 3 Jahren schon was Besonderes, weil so viele E-Autos auf einen Schlag hat man vor 3 Jahren nur selten gesehen. Und da habe ich viele Kontakte knüpfen können, da habe ich viele Leute kennengelernt und war schön, war wirklich schön. Letztes Jahr wollte ich hinfahren, das ist dann ausgefallen wegen dem Corona-Scheiß. Und dieses Jahr ist es auch wieder. Und ich glaube, dass es dieses Jahr lustig wird, weil natürlich sind mittlerweile mehr Autos da. Es kommen wahrscheinlich, hoffe ich, wahrscheinlich mehr Leute, also noch mehr Leute. Es werden interessante Gespräche werden. Ich glaube, dass es lustig wird. Obwohl, und man sieht es hier schon ein bisschen, es regnet. Und es hat ganz lockere 12 Grad und der Regen soll auch nicht aufhören. Aber man hat ja ein Dach über dem Kopf, ich fahre nicht mit dem Motorrad, sondern mit dem E-Auto. Angekommen in Sinsheim, ich hoffe, das funktioniert mit dem Wind, weil es sehr windig ist. Angekommen in Sinsheim, man sieht hier oben, glaube ich, irgendwie so die Concorde. Ist das die? Nee. Das ist die Concorde da oben, hier die. Ja, das Wetter ist nicht besonders, es windet sehr, es regnet immer wieder mal und es ist auch nicht viel los. Also wir haben ein paar Händler da. Ich zeige euch jetzt dann ein bisschen sowas. Werden wir schauen, ein paar Autos von innen anschauen. Und dann werden wir gucken, wen man so trifft. Viele Leute sind nicht da. So, das Skoda Enyaq. Von außen habe ich ihn schon öfter gesehen, von innen noch nicht. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich ihn von innen sehe. Und mir gefällt er sehr gut. Also ist sehr schön verarbeitet. Ja, hier Leder, ich denke Kunstleder oder veganes Leder nennt man das heute. Dann hat man hier ist alles weich. Lenkrad ist schön. So von der Verarbeitung her, schöne Materialanmutung. Auch hier ist es weich. Auch hier wundert mich jetzt fast. Also ist echt wirklich. Also im
Aldi 4 bin ich schon drin gesessen. Da muss ich sagen, da gefällt mir jetzt das Skoda. Gefällt mir eigentlich besser. Auch hier ja mit diesem Touch, laut, leise, gut. Ja, wenn es funktioniert, ist okay. Bis jetzt geht es eigentlich, ja. Ah, hier die ganzen Knöpfe hier noch, also richtige Knöpfe, gut, gefällt mir. Auch die Sitze sind schön, also ich muss sagen, mir gefällt der sehr, sehr gut. Hinten Platz ist auch genug drin, ziemlich dicke C-Säulen. Aber es ist trotzdem noch überschaubar, das Auto, muss ich sagen. Gefällt mir. Auch das kleine Display, da mosern viel und sagen, oh, das könnte ein wenig größer sein und ein bisschen mehr anzeigen. Ich muss sagen, nee, das reicht, das ist okay. Doch, gefällt mir. Enyaq. Ja. Ist ein tolles Auto. So, jetzt bin ich im ID4 GTX. Der GTX ist ja quasi so der neue GTI, glaube ich. Ne? Es ist natürlich sehr ähnlich, auch mit den Touch-Scroll-Schiebeteilen da. Ja, er ist auch, hier ist er weich, hier ist er hart. Da muss ich sagen, das macht der Skoda besser. Das, was schön ist, ja genau, das war. Gut, die Teile kann man rausnehmen und kann man dann umsetzen, dass man da hier das größer oder kleiner machen kann. Das ist okay. Dann kann man hier aufmachen. Da kann man Flaschen reinstellen. Also mich quasi. Und das finde ich zum Beispiel gut. Hier kann man das Handy reinlegen. Und dann ladet es auch wieder kabellos, denke ich, so wie es ausschaut. Aber das, was mir gefallen ist, das liegt da drin und dann macht man zu. Und dann kommt man nicht immer in die Versuchung, auf das Handy zu schauen oder irgendwas zu machen, sondern das liegt da drin, das ist connected, passt, liegt nicht im Weg rum, fällt nicht rum, einwandfrei. Das finde ich eine ganz klasse Sache. Das hat jetzt zum Beispiel der Skoda nicht. Die Sitze, ja, was ist das? Eine Alcantara, glaube ich, ist das nicht. Das ist irgendwie so Velour, kann ich nicht sagen, weiß jetzt gar nicht. Alcantara gefällt mir eigentlich nicht, weil man immer irgendwelche Streifen oder sowas sieht. Das schaut immer, finde ich, ungepflegt aus. Weil es ein bisschen dreckig ausschaut, obwohl es nicht da ist. Ja, ist ja nicht dreckig. Der integrierte Kopfstützen. Und nach hinten, ja, es ist eigentlich schon wie der Skoda eigentlich von hinten ähnlich. Also auch breite C-Säule, aber geht eigentlich auch noch. So, Audi EQ4. Okay, das muss man sagen, das kann Audi. Ja, also es ist zwar nicht weich, sondern es ist harter Kunststoff. Aber ich glaube, das ist sogar so gewollt. Das ist, glaube ich, so eine Designer-Sache hier. Also hier ist weich. Das heißt, die haben das jetzt nicht eingespart, dass das weich oder dass das hart ist, sondern das ist designmäßig, glaube ich. Das wollten sie extra so haben. Displays sind jetzt leider nicht an. Ja, schön groß, schön eingefasst. Das ist alles so fast kantenfrei. Ist schön gemacht. Auch hier die Tasten wieder. Ich mag sowas, wo du einfach auch noch richtige Tasten hast. Gangschaltung, das ist ein wenig unglücklich, das gefällt mir, sowas gefällt mir gar nicht. Das heißt immer Klavierlack, ist es nicht, das ist einfach bloß ein glänzender Kunststoff. Klavierlack-Optik würde ich jetzt dazu sagen, weil ein Klavierlack ist, wer ein Klavier zu Hause hat und weiß, was es kostet, Klavierlack aufzutragen, weiß, dass ein Automobilhersteller, der
um Zehntel Cent kämpft, definitiv hier kein Klavierlack drauf machen wird, weil das würde das Auto extrem verteuern. Er hat Stoffsitze, finde ich jetzt nicht schlecht. Ich bin nämlich mittlerweile kein Lederfan mehr. Früher Leder war schön, mag ich jetzt nicht mehr so, weil es trotzdem immer kalt oder im Sommer immer heiß ist, selbst wenn es klimatisiert ist, die Sitze, du hockst dich rein, verbrühst du erst einmal den Allerwertesten. Ja, ich persönlich finde Stoff jetzt besser. Du hast hier dann so eine, ja, irgendwie schaut das aus wie, ja, so schwebend, frei liegend. Da unten hast du nochmal ein Fach. Ich weiß gar nicht, kann man jetzt gar nicht sagen, was da irgendwie. Kann man da die Handys laden? Weiß ich jetzt gar nicht. Ist egal. Dann hast du hier ein verhältnismäßig kleines Fach. Aber Armstütze ist gut. Aber jetzt kommen wir zum Highlight von dem Auto. Das gefällt mir unfassbar gut. Und das ist das Lenkrad. Jetzt schaue ich bloß nur, ob man das irgendwie als ein Ganzes drauf kriegt, wenn ich so ein bisschen wegrutsche. Ja, kommt hin. Glaube irgendwie so, oder? Man glaube, man sieht schon. Unten flach, oben flach. Hab schon viele negative Kommentare gehört, dass das nicht so toll ist und so. Gefällt mir gut. Weil es mal wieder was anderes ist. Ja, unten flaches Lenkrad gefällt mir sowieso saugut. Aber das, was ein wenig mich verwundert, das ist gar nicht so dick, sondern es ist eher dünn gehalten. Hat hier auch diese Touch-Oberflächen, die wahrscheinlich beleuchtet werden, weil so sieht man nämlich nichts. Ja, auch hier weich, oh, hart. Das ist Stoff. Dafür ist das auch wieder weich, jawohl. So, der EQA von Mercedes. Erster Eindruck, ich habe den noch nie innen gesehen. Erster Eindruck ist, wow, gefällt mir gut. Erstens mal fällt mir schon mal auf, hier hast du ganz normale physische Tasten. Sagt man physische Tasten? Auf jeden Fall richtige Tasten. Das Lenkrad selber. Es hat für mich immer eine ganz hohe Priorität, der Lenkrad, weil das hast du immer in der Hand. Das muss haptisch, muss das einfach passen. Und das ist schön, weil es so zwei verschiedene Lederarten sind. Hier ist es, ja, sind Löcher drin, nee, schaut nicht so aus. Aber es ist auf jeden Fall so geriffelt, gefällt mir gut. Das ist, Mercedes typisch mittlerweile, diese an Triebwerke erinnernden Luftdüsen. Muss einem gefallen, aber passt soweit. Auch hier schöne Tasten. Sowas gefällt mir einfach. Das sind aber Kunststofftasten. Das Display, da sieht man mich jetzt nur im Spiegelbild. Das ist normalerweise nicht so. Das sind zwei Displays. Du hast hier eine durchgängige Scheibe, da ist kein Absatz drin, sondern diese schwarz. Und wer das Video gesehen hat, wo ich mit dem mit dem Ioniq 5 gefahren bin, der hat ja, das schaut ähnlich aus von dem, bloß das ist weiß. Und das hat mir gar nicht gefallen. Also schwarzer Rahmen, so wie hier mit einem Balken drin, selbst wenn es kein Display ist, aber das schaut trotzdem aus. Ich zeige es euch mal. Zeige es euch einmal jetzt einfach so. Es schaut besser aus als. So dieser weiße Glotz. Gefällt mir jetzt nicht so. Aber hat mir jetzt schön gemacht. Auch hier weich, so gesteppt. Gestepptes Kunststoff, also das ist kein Leder. Macht sie gut, das ist hart, okay, aber das ist auch wieder so ein Design-Element. Schauen wir hier mal, was haben wir hier alles. Ja, da
Du hast auch wieder USB-C, hast jetzt mittlerweile überall. Ich denke fast, dass man hier das Handy laden kann. Ja, hier kann man das Handy laden, kabellos. Das Problem ist, ich habe ein iPhone 7 Plus. Okay, das ist schon recht. Moment. Das ist schon recht der Batzen. Ja, aber. Ah, jawohl, geht rein. Hätte ich nicht gedacht, dass das reingeht. Okay, ein größeres Handy, glaube ich, gibt es fast nicht. Oder wenn dann nicht viel, aber selbst da kriegst du sogar noch ein bisschen rein. Also hier hast du auch noch gut einen Fingerbreit Platz. Also, oh, hätte ich hier nicht gedacht, dass das da reingeht. Aber Respekt. Ist auch sogar für große Handys gedacht. Hier hast du, glaube ich, so eine Art Touch. Jawohl. Was das ist, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich eine Handauflage bloß. So wie ein Mauspad. Wie so eine Maus-Handauflage. Hier hast du Mercedes-Style technisch. Dann tut es so aufklappen. Oh, ist ganz schön tief. Junge, Junge. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und geht auch sogar noch ein bisschen rein. Also hier. Ja. Aber ist klasse. Kann man nicht verstellen. Braucht man aber auch nicht. Also gefällt mir gut. Auch ein schönes Auto. Das, was ich noch entdeckt habe, und das gefällt mir persönlich sehr gut, ist Folgendes. Das ist die neue FX, in dem Fall die FXE. Kombiniert aus einem Designerstück, das irgendein Designer mal gemacht hat, und die Firma Zero hat gesagt, wir wollen dieses Design also so gut wie 1:1 eigentlich kaufen, und jetzt haben sie das rausgebracht. Das ist noch so fast ein Vorserienmodell. Das ist jetzt die erste, die ich so sehe. Ich habe sie nur mal auf der Homepage gesehen, aber ist ein schönes Motorrad. Fährt mir gut. Soll, glaube ich, so um die 13 kosten. Aber das wäre vielleicht, wie sie am ehesten sowas nehmen würden. Ne? Die sich damit anfreunden können. Ne? Und ohne Vibration. Aber dann ist so der Papa alles. Ja, das würde ich wohl mitfahren. Würde mir als Moped sehr gut gefallen. Bin auch schon drauf gesessen, sitzt ein bisschen hochbeinig drauf, aber das ist schon okay. Hat ein bisschen was von der Supermoto. Aber ich muss sagen, wenn sie um die 13 kostet, da sind wir wieder bei dem Thema. Da habe ich mich jetzt gerade mit dem Ding unterhalten, mit dem Verkäufer unterhalten, der war ein bisschen anderer Meinung. Ich finde es halt einfach für die Klasse zu teuer. So. Unschwer zu erkennen, bin ich wieder auf dem Weg nach Hause. Fazit zum Treffen will ich nicht sagen, sondern E-Mobilitätstag in Sinsheim 2021. Wetter war, kann man halt nichts machen gegen das Wetter, das ist halt so. Das war kühl, es hat 12 Grad gehabt, es war nass, es war windig, und aber es war okay. Also es hat jetzt nicht so viel geregnet, wie ich eigentlich vermutet habe, dass es regnet. Meinen Schirm, den ich hinten im Kofferraum habe, habe ich gar nicht gebraucht. Passt soweit. Sehr, sehr schön. Tja, die Stimmung war sehr anonym. Und ich kann es immer nur vergleichen zu diesem Mobilitätstag vor 3 Jahren. Da war es so, dass es familiärer war. Obwohl man sich selber eigentlich noch nicht gekannt hat. Die ersten Mal mit dem E-Auto unterwegs. Man hat sich einfach anders unterhalten. Man ist auf einen zugegangen. Das war jetzt einfach alles nichts. Hat mehrere Gründe, vermute ich. Grund Nummer 1 ist, da war mehr
Verkehr Richtung Museum unterwegs. Das heißt, die meisten Leute, die reingegangen sind, sind nicht wie am E reingegangen, sondern wie am Museum. Dann hat es noch zusätzlich ein Testzentrum gegeben da in dem Bereich. Das heißt, da waren halt auch viel drin und die sind dann nur zum Testen gegangen und wieder zurück. Früher war es so, und mit früher meine ich wirklich vor gerade mal im Jahr, ein bisschen länger noch, so die letzten 3 Jahre war es so, wenn ich irgendwo war und geladen habe, dann ist man automatisch ins Gespräch gekommen. So diese Knallköpfe, die E-Autos fahren, haben alle einen Schatten. Ihr wisst, wie ich es meine. Ja. Und dementsprechend kann man sich mit den Leuten halt auf dem gleichen Niveau unterhalten. Das Niveau jetzt gut oder schlecht ist, das müsst ihr entscheiden. Aber das war halt so, oh shit, der ist auch so ein Verrückter, ist auch so ein Bekloppter, der fährt eh, ah, der grinst schon rüber, servus. Und dann bist du ins Gespräch gekommen. Das wird immer mehr weniger werden. Und dieser Spruch ist auch wieder ganz genial, es wird immer mehr weniger werden, aber es wird immer mehr weniger werden. Ich glaube, dass das wirklich halt zur Normalität wird, dass immer mehr normale Leute ein E fahren und halt dann von A nach B stranken müssen, um weiterzukommen, und die haben nicht unbedingt das Bedürfnis, mit einem Bekloppten zu reden, sondern für die ist das halt ganz normal. Und jetzt kommt ja auch keiner auf den Gedanken, dass er dann auf der Tankstelle, wenn er tankt, sich mit irgendjemandem zusammenstellt und sich großartig unterhält. Ja, da hast du die Zeit nicht dazu, weil tanken ist in 3 Minuten erledigt und da brauchst du halt trotzdem eine Viertelstunde plus, sag ich jetzt einmal. Deswegen, man hat mehr Zeit, man kann sich mehr unterhalten, aber ist jetzt für die normalen Auto-User, die halt jetzt E-Auto fahren, gar nicht so erwünscht, glaube ich. Oder die sind es nicht so gewohnt. Das muss man auch sagen. Genug gelabert. Wenn ihr nicht in Sinsheim wart, kann ich euch sagen, ihr habt nichts verpasst. So. Und wenn ihr dann trotzdem mal hinfahren wollt, fahrt hin, weil ihr macht nichts falsch. Sagen wir es einmal so. Ich selber werde nicht mehr hinfahren. Das hat sie für mich erledigt, das Thema. Bin vorher schon so mit der Einstellung ein bisschen hingefahren und das hat sie bestätigt. Und vielleicht, dass ich nächstes Jahr, wenn in Horb wieder mal ein Treffen ist, dass ich da vielleicht nochmal hinfahre, gucke mal. Aber so ein normales Treffen wie jetzt das oder so, da wäre ich nicht mehr. Da bin ich raus. Da bin ich raus mittlerweile. Ja, das war's. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Schreibt es in die Kommentare, was ihr von Sinsheim heute, wenn er dort war. Ja. Und wir sehen uns wieder. Servus, der Glocker. Euer Volker.